Und nochmal, Augen zu. Stopp. Und zwar ist das Luca Hermanns. Aber der will nichts gewinnen. Aber ich möchte nichts gewinnen, schreibt er. Luca. Aber Luca Hermanns, wir müssen dich grüßen und wir grüßen dich. Hallo und herzlich willkommen. Hi. Bei den Lightroom Kids. Und heute machen wir die vier Packs, die vier Boxen, eher gesagt, von Road to Madrid. Box Nummer 1. Box Nummer 2. 3 und 4. Road to Madrid, Champions League. Ihr wisst Bescheid, am 1. Juni ist das Champions League Finale. Genau, und wer dahin ankommt, wissen wir jetzt noch nicht. Also wer im Finale steht. Allerdings wissen wir, wo es stattfindet. Und zwar in der neu gebauten Arena von Atletico Madrid. Ja. Genau, das heißt Wanda Metropoliant oder so, das Stadion. Und das ist eigentlich ein Olympiastadion, das umgebaut wurde. Aber was wir noch auf jeden Fall machen ist, wir werden die Auslosung machen von den von dem Gewinnspiel, ne? Ja, von dem vorletzten Video. So, und jetzt hör mal auf, das hier hin und her zu schieben. Und ich würde sagen, wir machen ein Pack auf. Ne, wir machen das so. Wir verlosen jetzt das erste Quartett. Dann machen wir ein Pack auf, dann verlosen wir noch ein Quartett. Und ganz zum Schluss verlosen wir dann Das komplette Display. Und wir grüßen dann auch noch die Leute. Und wir werden euch auch noch grüßen. Und zwar fangen wir jetzt erstmal mit der ersten Begrüßung an. Und zwar grüßen wir... Warte, wen grüßen wir? Wir grüßen Jan05. Also Jan05, danke, dass du uns zuschaust, danke, dass du uns abonniert hast. So, let's go, Pack Nummer 1. Die können wir hier hinstellen, ne, so. Zack. Warte, ich mache das auf. So, also in dem ersten Pack ist auf jeden Fall der Spielplan. Das kennt ihr ja schon. Deshalb, das ist jetzt nichts Besonderes. Und, übrigens, diese Karten hier, die werden erst im Februar rauskommen. Das heißt, ich meine... Es ist schon Februar. Ja, ich weiß, aber ich meine am 12., 13., also ich glaube nächste Woche werdet ihr die Karten auf jeden Fall auch kaufen können. Und es wird auch eine extra Sammelmappe dafür geben. Die kommt allerdings etwas später, ich glaube Mitte Februar oder Richtung Ende Februar. Wird es auch eine spezielle Mappe geben für Road to Madrid. Ja. Tops. Und da haben wir schon die erste Karte hier. Bale. Mit Limited Edition Super Squad. So, hier ist der Code. Wer den gerne haben möchte, ihr könnt ihn benutzen. Wir brauchen den nicht. Zeig ich mal in die Kamera hier. Ja, wir haben ja hier eine Kamera oben. So, und wir haben hier noch. So, ich mach mal hier näher dran. Was für eine coole Karte. Genau, also ihr seht, Real sage ich schon, im Stadion von Atletico Madrid 2019 findet das Finale statt. Ja. Das nehme ich hier hin. Besondere Karten, Limited Edition. Das sind natürlich alles die Mannschaften jetzt, die hier drin sind. Ne? Das sind alles die Mannschaften, die schon sozusagen in der, wie nennt man das? Im Shootout sind. Nein, Round of 16, also im Achtelfinale sind, richtig. Wo alle rausgeschmissen werden. Genau. So, Match Day 3 hier, eine Karte von Cristiano Ronaldo. 15 Millionen ist der Junge wert. Ich weiß nicht, wie findest du das Trikot von Juventus Turin? Sorry. Ja. Weißt du, weil mein okay. Noah dachte, jeder heißt da Jeep, weil da vorne so Jeep draufsteht. Ja, sehr witzig. Liverpool ist dabei. So, also, ja, da haben wir Musa. Cisco und Real Madrid, der Torwart. Wir waren jetzt übrigens mit den Jungs das erste Mal im Stadion. Ja, das Video könnt ihr auch angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Genau. Im MSV-Stadion, leider hat einmal so. Genau. Goretzka. Ja, der spielt schnell. Bei den Bayern. Und hier haben wir ein Mittelfeld-Trio. So. Ein italienisches Mittelfeld-Trio. So, was haben wir hier? Manchester. Ja, und das war eigentlich ja zweite Bundesliga, aber DFB-Pokal. Ne? Eigentlich der schwächste Gegner, den MSV Duisburg hätte haben können. Ja, aber trotzdem sind wir noch ungeschlagen, weil wir haben zweimal gegen Paderborn gewonnen und die haben nur einmal gegen uns gewonnen.
Doch. Nein. Doch. Oh, hier haben wir einen Rising Star. Und zwar von FC Barcelona, El Haddadi. Und ein Super Booster, Marcelo. Ah, Papa, tu die doch nicht zu den besonderen Karten. Okay, okay, Entschuldigung. Super, aber warte mal, da war doch hier eine besondere dabei. Ich weiß, ich tue alle besonderen. Oder sollen wir den Super Booster auch aussortieren? Ja, oh, ein Mittelfeldtrio hier, guck mal, mit Ribéry, Rodriguez und Robben. Ja. 11 Millionen, alle zusammen 11 Millionen oder was? Alle drei? Das weiß ich nicht, glaub nicht. Willst du die Mittelfeldtrios auch hier separat machen? Kannst du nachher. So, aber mach die mal ein bisschen weiter weg hier, damit die hier in der Kamera nicht stören. So, was haben wir hier? Noch ein Rising Star, ein Super Booster. Ja, und ich bin ehrlich gesagt total gespannt. Also Atletico Madrid ist ja noch drin. Das heißt, sie haben die Chance, in ihrem eigenen Stadion, in ihrer eigenen Stadt Champions League Meister zu werden. Und das ist echt cool. Ne? Also, oh, CSKA Moskau ist auch dabei. Cool. Wusste ich gar nicht. So, jetzt kommen die coolen Karten hier. Guck mal, boah, die sehen echt schön aus. 65 Minute Goal. Die kannst du alle zu mir legen. Die sind echt schön hier. Guck mal. Die sehen richtig cool aus. Guck mal. UCL Centurion. Goalkeeper. Der Buffon. Und da haben wir es. Boah, die Karte. Ja, das war doch bei diesen einen Typen die auch. Die Karte ist cool, ja. Die Karte. Ey, guck mal, wie schön die aussieht, ne? Die hat hier so. Die ist Top ein bisschen ausgestellt. Wie man schöne Karten macht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das sieht echt cool aus. So, hier haben wir wieder einen UCL Centurion Robben. Ja. Oh, Griezmann, einer meiner Lieblingsspieler. Lewandowski zeigt hier den Vogel. Also witzig. Das ist witzig hier. Die sind besonders. Ne? Guck mal, die haben den Spieler komplett drauf in so einer anderen Beschichtung hier. Ne? Neymar Junior. Also ich finde, also bis jetzt muss ich echt sagen, von den Karten, die wir sonst so haben, finde ich die jetzt am schönsten, oder? Mhm. Ja, aber das kriegt ja ein eigenes Heft. Man of the Match. Und ehrlich gesagt, Leute, die Karten, die wir euch hier zeigen, ich glaube, die sind auch in einem anderen Pack dabei, denn das Unboxing, was wir gesehen haben, da waren dieselben Karten, glaube ich, drin. Das also hier war ziemlich, da auch drin. Ziemlich genau. Ah, guck mal. James Rodriguez, Group Stage den Hero. Den hatte der andere doch auch. Der andere, wir sagen nicht, wer das war. Sagen wir nicht. Wer der andere ist. Wenn der andere ihm zuguckt, schreib es in die Kommentare, dass du der andere bist. Nein, der andere guckt uns nicht. Wir sind viel zu klein für einen anderen. Monster, Quatsch. 4 Most Assists. Und zwar ist das Mahrez. Und hier Man of the Match, Axel Witsel. Und Klopp 100. Ey, den hatte der andere auch. Manuel Neuer. Superkarte. Also auf jeden Fall können wir davon ausgehen, ihr habt die gleichen Karten im Pack 1 wie wir. Nicht komplett gleich, das ist nicht garantiert. Aber die krassen Karten hier, sind das waren jetzt gleich. Genau die gleichen. Ne? So, also ich würde mal sagen, ey, wir machen unseren ersten Gewinner. Ja, und der erste. So, warte, du machst die Augen zu. Das erste Quartett. Warte, Augen zu. Und jetzt sagst du einfach mal Stopp. Stopp! Okay, Patrick Lommer. So, pass auf. Wollte der überhaupt was gewinnen? Oder wollte das Quartett könnte ich aber auch gebrauchen. Ich bin ein großer Quartett-Fan. Ja, perfekt. Also, Patrick Lommer, wir schreiben dir nachher mal einen Kommentar. Also, Road to Madrid, das ist cool. Das hängen wir uns auf. Und dann können wir immer gucken, wer ist noch drin und wer ist schon raus und wer spielt wann. Das steht hier leider nicht. Warum nicht? Also, ein Tipp an euch, Tops, wenn ihr so einen Plan macht, dann schreibt doch bitte drauf, wann das stattfindet und um wie viel Uhr. So kann man das auf jeden Fall besser im Überblick halten, denn so muss man jetzt jedes Mal nachgucken, wann die Spiele sind. Okay, gut. Let's go. So. Also, Limited Edition, Robert Lewandowski. Der Code für euch, die das App benutzen. Genau, brauchen wir nicht. So, BVB, ja, hat jetzt im DFB-Pokal,
Ich glaube, verloren. Nein, ja. das hat 1-1 gemacht. Hä? Gegen Werder Bremen doch. 1-1. Warte. Hey Siri, wie hat Dortmund im DFB-Pokal gespielt? Das kann ich leider auf diesem Report nicht beantworten. Oh. Was kannst du überhaupt? Trag diesen Siri. So, gucken wir mal weiter. Ivan Rakitic. Hey, du musst aber... Warte, ich sortiere dann. Ja, dann sortier mal schön. So, dann schauen wir mal weiter. Atletico, Manchester. Was ist das? Superboost. Match Day 5. Yo. Ajax Amsterdam. Tadic. So, dann schauen wir mal, was wir hier für krasse Karten. Ein Superbooster haben, ein Mittelfeld-Trio. Nee, Quatsch, das ist nicht Mittelfeld, das ist Forward-Trio, also im Sturm. Aha. Ja. Bayern, Martinez. Defense-Trio haben wir noch gar nicht, ne? Von Tottenham. Und ein Schalke-Spieler. Unser erster Schalke-Spieler? Nein. Nein? Nein. Ein Superbooster. Und zwar... Ndombele. So, dann haben wir wieder ein Defense-Trio und ein Bayern-Spieler. Gnabry. Oh, der ist doch irgendwie besonders. Rising Star. Und ein Superbooster mit Toni Kroos. Toni Kroos, einer meiner lieblingsdeutschen Spieler tatsächlich. Mittelfeld-Trio. Ein Mittelfeld-Trio. Genau. Und Huntelaar. Ah. Alter, Huntelaar spielt noch. Und immer noch bei Amsterdam, nicht schlecht. Nee, Quatsch, der war doch bei Schalke vorher, stimmt. Rising Star, genau. So, dann haben wir einmal Khedira, Sammy Khedira. Und oh, Mittelfeld-Trio. Ein Mittelfeld-Trio. Und Marco Reus, Superboost. Superboost und Match Day 1. Late Winner VSPSG. Oh, nicht schlecht. Von Liverpool. Das heißt, die haben, ja genau, der hat praktisch ziemlich spät, aber sie haben gewonnen. Und ein richtig krasses Sturm-Trio hier. Und zwar mit Mandzukic, Ronaldo und Dybala. Dybala. Dybala, ja, meine ich ja. So, die Karten, das sind die Standardkarten. Die räumen wir mal weg. Und jetzt kommen die krassen Karten mit. Einmal ein Passmaster, Toni Kroos. Ich muss auf Toilette, Papa. Oh, Toilettenpause. So, und zwar haben wir jetzt hier Toni Kroos. So, einmal... Luis, danke. Einmal Luis Suarez, der Beißer und Sergio Ramos. Guck mal. Ramos tut weh, Knochenknacker. Sterling, dann einmal Dzeko, einmal Casillas. Das ist der Torwart von. Was ist denn? FC Porto. FC Porto. Ich dachte schon, hä? Das Logo sah doch mal anders aus, oder? Nee, niemals. Es tut mir leid, Leute, es ist schon spät. So, Thomas Müller. Tatsächlich habe ich ihn noch nie selber getroffen, aber Salah spielt echt gut, finde ich. So, sehr schöne Karten und jetzt kommen noch mal ein paar ganz besondere Karten und zwar Man of the Match. Da haben wir Blind. Oh. Einmal Robert Lewandowski mit 8 Most Goals. Was heißt Most Goals? Die meisten Tore. Ah. Also in der Gruppe hält er wohl die Rekorde dafür. So, Man of the Match, ne? El Sarawi. Und dann Piqué, Group Hero. Cavani, Man of the Match. Alan. Oh, der hat 38 Most Tackles, also krasser Typ auf jeden Fall. Was heißt Tackles? Tackles ist so Zweikampf. Man of the Match, Koke und einmal Group Stage Hero, Sylvia und die Club 100 Karte von Godin. Sieht echt schön aus, die Karte. So, wo und haben wir die Club 100? Wo hast du die? Oder wo tust du die hin? So. Nein, die kommen auch zu den besonderen mal hier hin. So. Karten. Ja, so. Und wartet, wir noch nicht aufmachen. Wir haben hier noch was. Ja, wir haben hier eine Checkliste. Ja, da kannst du gucken, welche Karten du hast und welche du nicht hast. Mhm. Es gibt 4 Limited Edition.
Es gibt Bale, haben wir, Lewandowski, haben wir. Also es gibt vier Club 100, meinst du? Ah, nee, ja. Limited Edition, okay, vier Stück. Wahrscheinlich sind alle vier genau auch hier drin, ja, genau. Ja. Ey, wenn wir alle Packs dann aufmachen, haben wir, glaube ich, alle Karten. Wenn wir alle Packs aufmachen, müssten wir alle Karten haben, richtig. Ja, das ist ja nice. Da müssen wir nicht ganze Zeit neue kaufen. Tja, also einmal 40 Euro investiert, habt ihr alle Karten. So, dann schauen wir mal weiter, was wir hier haben. Was haben wir? Und zwar die nächste Limited Edition Karte ist Sergio Aguero, spielt schon Ewigkeiten für Manchester City. Und was haben wir hier? Nochmal ein Code für euch. Wenn ihr den haben wollt, könnt ihr ihn gerne benutzen. So, hier haben wir die Standardkarten, ein Superbooster, ein Matchday 4. Bitte einmal 5 Millionen, ein 5 Millionen Spieler. Ein Superbooster und zwar mit Di Maria. Warte, der spielt jetzt bei Paris, richtig. So, Matchday 6. Und noch ein Superbooster mit Telles. Ein Mittelfeld-Trio. Ist FC Monaco schon raus? Wir hatten noch kein FC Monaco. Ich denke, Monaco ist raus. So. Ajax Amsterdam Superbooster. Ein Forward-Trio von Liverpool. Und zwar mit Mané. Warte. Nein, nicht Mané. Doch, Mané mit Firmino und Sela. Ja, alles gute Spieler. So, schauen wir mal. Noch ein Superbooster mit Sterling und ein Defense-Trio von Schalke. Ja. Ich bin ja mal gespannt, ob überhaupt irgendeine der deutschen Mannschaften ins Viertelfinale kommt. Das wird mal nice. Was meint ihr? Was ist euer Favorit? Wer wird dieses Jahr Champions-League-Sieger? Also, deutsche Mannschaft, ich weiß nicht, schwierig. Die Bayern spielen ja gerade nicht so gut. Ja, Dortmund hat jetzt auch... Oh, Rallings da. Ich habe voll... Dortmund hat jetzt auch verloren. So, einmal mit Perotti. Und ein Mittelfeld-Trio. Defense. Oh, Entschuldigung, Defense-Trio. Genau, Rising Star. Der sieht auch sehr jung aus. Foden, wie alt ist der? Steht das drauf? Nee. 5 Millionen. Noch kein Tor geschossen. Null Tor. Hier ist noch ein Superbooster mit Lingard. Jesse Lingard, noch kein Tor geschossen. Ein richtig krasses Mittelfeldtrio von Real Madrid. Alter, Toni Kroos, Luka Modric und Isco. Richtig heftig. So. Superboost. Also die Superbooster sind ja wohl öfter da. Hier Matchday. Das heißt nicht mal. Superbooster, sondern Superbooster. Ja, super Boost. So, noch ein krasses Mittelfeld-Trio von Manchester United. Pogba und Lingard. Ist gar nicht, wie der ausgesprochen wird. So, und jetzt kommen wir zu den krassen Karten. Und hier haben wir noch einmal den Axel Witzel. Passmaster. Der ja eine gute Saison spielt, wirklich tatsächlich. Speaking. So, haben wir. Blade, Piqué, Rakitic, Speed King. Oh, Sancho, Benzema, sehr guter Spieler, 135-Minute-Goal. Was ist das? Das heißt, dass er, ich glaube, in der 135. Minute ein Tor geschossen hat. Und er hat, boah, der hat 13 Tore schon geschossen, guck mal. Boah, Ronaldo, 121 Tore. Oh! Nicht schlecht. Richtig krasser Typ, auf jeden Fall. So, also richtig gute Karten hier. Richtig gute Karten. Messi, 106 Tore. Auch nicht schlecht. So, Man of the Match. Und zwar haben wir hier den Schalke-Torwart Fährmann. Aber ja. Er soll auch 9 Tore. Der ja, macht ist doch klar. Tor. Also welcher Torwart hat denn hier bitte? Ein Tor. Der Torwart-Tor von ganz hinten ein Tor. Oh, so. Entschuldigung. Die Katze. So, jetzt haben wir hier einmal Luka Modric. Ein paar Leute sagen, ich sehe aus wie Luka Modric. Aber... Deine Augen sehen aus wie Luka Modric. Irgendwie, so. Also, ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber okay. So, De Jong, Ter Stegen. 0 Tore. Noch ein Torwart, sehr gut. So, ein Verteidiger, Van Dijk.
Und die Club 100 Karte mit David Silva. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wenn das Heft kommt, sortiere ich das ein. Einmal bitte, genau. Das Heft ist leider noch nicht draußen, deshalb haben wir es jetzt auch noch nicht bekommen. Ja, aber die Karten auch nicht. Die Karten sind auch noch nicht draußen. Das Heft braucht wohl noch ein bisschen länger. Aber wir können ja mal, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich verstehe nicht, warum es die, ich weiß, warum es die nicht gibt. Jetzt weiß ich, warum es die gibt, ein paar, aber die noch nicht rausgekommen sind. Weil es müssen mehr produziert werden erstmal. Deswegen gibt's, würden die nicht rausgekommen. Ja, weil man kann ja direkt mehr produzieren. Man produziert doch nicht einfach. Ja, aber du hast eins und dann soll es sofort rauskommen bei einem schon. Oh, warte, wir haben also, hier noch was. Wir haben hier noch ich was. Ich wollte eigentlich etwas sagen. Eigentlich müssen wir jetzt mit der Verlosung weitermachen. Das habe ich wohl vergessen. Also, die nächste Verlosung. So, Augen zu und Stopp sagen. Stopp! So, wir haben einmal Maximal Aquarius. Maximal Aquarius, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Quartett gewonnen. So, und dann machen wir direkt noch ein zweites. Augen zu. Stopp. Den haben wir schon. Ja. Okay. Nochmal. Stopp. Nein, nein, warte, warte. Und jetzt? Stopp. Spieleblock. Er nimmt aber nicht am Gewinnspiel teil. Also, vielen Dank. Und nochmal, Augen zu. Stopp. Und zwar ist das Luca Hermanns. Aber der will nichts gewinnen. Aber ich möchte nichts gewinnen, schreibt der Luca. Aber Luca Hermanns, wir müssen dich grüßen und wir grüßen dich. Ja, wir grüßen dich auf jeden Fall. Wenn du das Video schon bis hierhin geschaut hast, ist das richtig gut. Okay, also weiter geht's. Stopp. Und zwar haben wir Panini und Tops Sammler. So, herzlichen Glückwunsch, du hast auch gewonnen. Stopp. Und zwar ist das, Alter, ich kann das überhaupt nicht aussprechen. Er will zwar das Display nehmen, aber sorry, Mann, wir verlosen an dich jetzt erstmal das Quartett, oder? Also, wie viele Quartett haben wir schon verlost? Wir haben drei verlost, wir können noch eins verlosen. Aber die wollen alle natürlich das Display, aber egal, ich, sorry, Leute, wir verlosen jetzt das Quartett, sonst das Display machen wir nachher. Also, das ist Mifi Zeppi M. So, schreib uns mal, ich mache ein Foto von deinem Namen. So Leute, keine Ahnung, die Kamera ist irgendwie stehen geblieben. So, wir gucken mal, ob der Ton noch aufnimmt. Der nimmt noch auf, alles gut. So, die hat irgendwie gestoppt, keine Ahnung wo, sorry dafür. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Lionel Messi, ja, ist auch die letzte Box hier, ne? Wie ihr seht. Ne? Sind hier echt schöne Karten dabei. Harry Kane, Pogba. Harry Kane, Pogba, Loris, Man of the Match. Neymar. So, warte mal, hier, hinten. Einmal, nimm mal weg, kurz. So, dann haben wir hier einmal Neymar noch, ne, mit einmal 56 Most Dribbles. Also, Man of the Match, Musa Meraiga. Pogba wieder. Pogba mit Group Hero. Man of the Match, Gabriel Jesus. Toni Kroos. Toni Kroos, 522 Most Accurate Pass, also ein Passwunder. Unser Toni kann aber auch Tore schießen. 8 Stück hat er geschossen. So, Man of the Match, und zwar Lukaku. Ich kenne ihn, der spielt echt gut. Der hat bei dieser WM hat er echt gut für Belgien gespielt. 15 Millionen, kein Wunder. Ne? Also. Also du hast recht, diese drei Spieler können nicht alle drei zusammen 15 Millionen kosten, wenn der schon 15 Millionen alleine kostet hier. Ne? Ja. So, dann Octavio ist auch ein Group Stage Hero und die Club 100 Karte, wie könnte es anders sein? Mit Neymar Junior mit 32 Toren. 101. So Leute. Das war's bei den Light Hero Kids. Das war die alle Karten, wirklich alle. Richtig. Von Road to Madrid. Und jetzt kommt das große Gewinnspiel. Das ganz große, das Display. Wer gewinnt das Display? So, und jetzt lässt du dir mal ein bisschen länger Zeit und ich blätter hin und her. Und hoch und runter. Stopp. Ah, den haben wir schon. Schade. Nochmal. Stopp. Den Patrick, den haben wir auch schon. Den Patrick hat auch schon gewonnen. Okay, und nochmal. Stopp. Kann doch nicht sein, dass wir...
Boah, das gibt's doch nicht. Aber wir nehmen, genau der hier ist es jetzt. Wir nehmen jetzt einfach einen drunter. Und zwar ist das Zilda Santos. Ich will gerne mitmachen und will gerne die Karten und die Paninis, anderes. Ach, das ist dieser komische Typ, der hier überhaupt nicht... Ja gut, okay, egal, wir versuchen es mal. Also wenn du, Zilda Santos, wirklich existierst, dann hast du tatsächlich das Display jetzt gewonnen. Wenn du dich nicht meldest, dann müssen wir einen neuen auslosen. Das schreiben wir dann aber in die Kommentare rein. Also, herzlichen Glückwunsch, Zilda Santos. Und ja... Du hast das Display gewonnen. Display gewonnen. Sorry für die anderen Leute, aber das ist bestimmt nicht das letzte Gewinnspiel. Deshalb abonniert uns weiterhin und wir grüßen jetzt noch die restlichen Leute. Und zwar einmal Steffen Reuss und Luca aus Joels Klasse. Aber die haben wir auch schon. Luca Hermanns. Genau. Und wir grüßen vor allem Feuerwehrfreaks. Der hat auch unser letztes Video kommentiert. Feuerwehrfreaks. Vielen Dank. Und alles Gute, Leute. Wir freuen uns auf die Champions League. Wir sind gespannt, wie die Bundesliga weitergeht. Wer gewinnt den Pokal? Wer gewinnt den Pokal? Schreibt es unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Alle Karten. Ciao. Ciao.